Das Tor zum Hohenloher Land, Pretzfeld. Aber wir sind nicht nur in Pretzfeld, wir sind in Rappach, Scheppach, Schwabach, Siebeneich, Unterheimbach, Waldbach und in Adolfsfurt, Witzfeld, Dimbach, Gettelsbach. All die Ortschaften gehören nämlich auch zu Pretzfeld. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Ort unterschlagen. Nicht nur Pretzfeld selbst hat Besonderes zu bieten. Wer noch nicht da war, nix wie hin. Zum Runterkommen, Wandern, Einkehren, Wein trinken. Weingut Weibrecht. Dort gibt's nicht nur guten Wein. Weibrechts bieten Übernachtungen und Weinerlebnisführungen an. Und haben mit ihrem fliegenden Besen auch in Corona-Zeiten eine pfiffige Idee. Regina, gell? Ach, hallo Axel, grüß Was Gott. Was ist das hier? Wein predigen und Wasser gießen, oder? Ja, die Blumen wollen lieber Wasser, die habe ich noch nicht so weit. Ja. Jetzt gucken wir mal, wo sind denn alle? Kommt ihr mal her? Das Fernsehen ist da. Also das ist unser Junior, der Jungwinzer Simon. Ladies Hallo. First, der Simon, oder? Hallo. Und die Hallo. Lena, die zweite Tochter. Ja, super. Die Katharina, das ist die jüngste der Töchter. Mein Mann ist der Wichtigste, der hält den ganzen Laden zusammen. Ja, wie immer. Der Peter, mein Bruder. Und es ist die älteste Tochter, die Lisa, mit ihrem Mann, dem Declan, und unserem kleinen Luke. Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Die ganze Familie. Familienbetrieb wie eine Fußballmannschaft. Ja. Sonst könnt ihr das gar nicht machen, oder? Nee. In Corona-Zeiten. Ohne Familie geht's nicht. Sonntagmittag, Großkampftag. Kaum ist das Essen fertig, holt die Kundschaft zufrieden ab. Und Marion holt noch zwei Flaschen Grauburgunder Drogge. Ganz neu, der Raum. Und tolle Bilder, das ist bestimmt in Pretzfeld. Natürlich. Weibrecht, hallo. Ach, hallo Marcel, grüß dich. Hast du Hunger? Und was hättet ihr denn gern? Aber der Laden läuft, oder? Ja, also es wird sehr gut angenommen und die Stammkunden unterstützen uns und der Ort der andere nimmt dann noch ein Fläschchen Wein mit. Von dem her sind wir froh, dass wir das wenigstens machen können. Auf der anderen Seite hier ein Riesenneubau. Ihr seid kräftig am Abzahlen, oder? Zwei Millionen oder wie viel? Für uns kam der Zeitpunkt Corona gerade wirklich bitter. Also jetzt nach dieser großen Investition, die Gästezimmer sind leer. Aber da müssen wir durch und wir halten alle zusammen und wenn wir gesund bleiben, kriegen wir das auch hin. In der Küche hat ihre Tochter, Juniorchefin Lena, das Sagen. Es riecht super, was gibt's denn alles? Ja, momentan alle saisonale Gerichte wie Spargel oder Bärlauchknödel. Da bin ich extra in den Wald gegangen und habe Bärlauch gesammelt. Da gehe ich immer mal wieder zu meiner Oma und frage sie, Mensch, was hast du wieder für ein gutes altes Rezept auf Lager? Weil wir wollen so ein bisschen die alte Traditionen vereinbaren mit modernen neuen Gerichten. So gibt es jetzt bei uns auch eine Sauerkraut-Lasagne, was man vielleicht besser kennt, aber das passt einfach mal gut zum Besen. Und fliegende Maultaschen, die gehen natürlich immer. Ich habe meine Maultasche bloß vor der Gosch, gell? So, jetzt gucken wir mal rein in die gute Stube. Ist eigentlich ein Trauerspiel. Boah, der Besen. Besenkammer. Wie war das? Moses hat das Wasser geteilt, Regina die Wände. Normal, jetzt ist Sonntag, normal ist hier alles voll. Der Platz wird nicht kalt, weil die anderen stehen schon und warten auf den nächsten Platz. Und die Leute essen und trinken, sind fröhlich. Und im Besen ist es ja so zusammenrutschen. Also es ist alles jetzt wirklich traurig. Besen- und Hotelneubau waren wegen Corona bis vor kurzem noch geschlossen. Das konnten sie mit Essen to go und ihrem fliegenden Besen nicht kompensieren. Der fehlende Umsatz trifft sie ins Mark. Es gab zwar staatliche Hilfe, aber die Kredite laufen weiter. Wir sind trotzdem zuversichtlich und sagen, wenn wir gesund bleiben und zusammenhalten, schaffen wir auch das. Wir haben schon mehr geschafft in unserer Laufbahn. Als ich im Mai da war, war auch das neue, ins Weingut integrierte Hotel wegen Corona noch geschlossen. Wochenlang. Wieder Sauerei, oder, Lena?
wenn man nicht nach allen selber guckt. Ist doch perfekt. Jetzt habt ihr alles so tipptopp und es steht leer. Ja, das tut uns gerade wirklich am meisten weh, weil wir haben ganz groß investiert, alles neu seit letztem Jahr. Und jetzt steht alles leer. Das ist schon traurig. Ja, das ist wie ein Geisterschloss ein bisschen hier. Das heißt, ihr dürft nicht an Touristen vermieten? Momentan leider nicht, nee, genau. Es sind nur geschäftliche Zwecke erlaubt. Das hält sich natürlich gerade auch in Grenze. Aber wir freuen uns schon, wenn es dann wieder heißt, Urlaub, juhe, wir kommen. Seit wenigen Tagen dürfen wieder Übernachtungsgäste kommen. Aber die Kundschaft hält sich noch zurück. Dabei ist es so schön hier. Hier hinten sehen wir schon unsere Lage des Himmelreichs. Euer Wengert. Ganz genau. Da können wir dann immer unsere tolle Weinerlebnistouren machen. Also direkt dort verköstigen wir unseren eigenen Wein. Ich gehe mit ins Himmelreich. Die Weinerlebnistouren, die sich Lenas Mutter Regina vor Corona mit großer Liebe ausgedacht hat, sind übrigens der absolute Renner. Simon, der Jungkellermeister, der hat genug zu tun. 2011 habe ich der erste Weinberg quasi gekriegt von meinem Vater. Als Geschenk? Als Geschenk, genau. Da durfte ich dann auch machen, was ich wollte. Also ich habe dann auch stark die Traube reduziert und durfte einfach machen, was ich wollte. Und er macht's gut. Er macht's sehr gut, genau. Ja. Klasse, Stadtmasse. Lemberger 2013 im Barrique gereift. Und schmeckt wirklich toll. So erdig, kräftig, außergewöhnlich. Mhm. Hat er gezaubert, unser Kellermeister. Ganz toll. Und ich finde halt, wir haben so tolle Landschaft und so tolle Weine und keiner weiß es. Doch, ich weiß es jetzt und ihr wisst es jetzt auch. Deshalb ist Hohenlohe immer noch der Geheimtipp. Zum Glück bin ich ja Geschäftsmann, gell? Auf Geschäftsreise. Chardonnay. Und so endet meine Geschäftsreise nach der privaten Weinerlebnistour. Weingut tut gut. Gute Nacht.